Jo, Leute, was geht ab? Haben wir wieder am Start, Leute, willkommen zu einem neuen GTA 5 MP-Video, Leute. Wie ihr sehen könnt, Los Santos ist komplett still. Ich habe mich umgezogen, Leute. Es war sonst einfach viel zu kalt. Deswegen, Leute, haben wir uns umgezogen. Und ich würde mal sagen, wir müssen mal wieder ran an die Arbeit, Leute, ja. Es ist kalt, Leute. Gas und Heizen ist alles teuer. Deswegen, wir müssen reinhasseln. Wir müssen arbeiten, Leute. Deswegen fahren wir kurz in die Werkstatt rein, Leute. Ich habe jetzt während der Zwischenzeit ein paar Autos verkauft, aber wir haben noch einen dicken, fetten, geilen Bugatti am Start. Den werden wir heute hoffentlich auch noch verkaufen, Leute. Dann haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld. Deswegen, erstmal kurz hier rein ins Autohaus. Ich sag immer Werkstatt, Leute, ne? Aber eigentlich ist ja hier das Autohaus. Und, wo ist mein Bugatti hin? Wurde ich beklaut, Leute? Oh, warte mal, mein Handy klingelt. Hallo? Hey, Armin, Alter, spinnst du? Hey, was los? Digga, warum gibt's denn Paul Berger einfach so einen Bugatti? Der macht nur Scheiße. Ich hab 50 Anzeigen hier im Briefkasten. Hä? Ey, ich hab dir kein Bugatti gegeben. Hat der mein Bugatti geklaut? Ja, toller Freund. Ja, ey, lüg nicht, Alter. Hä? Ich geb doch nicht Paul Berger meinen Bugatti, den ich verkaufen will. Bist du wahnsinnig? Alter, Paul Berger hat dein Bugatti und er hat mir gesagt, du hast es ihm erlaubt. Nein, hä? Auf gar keinen Fall. Paul Berger ist alles, aber kein Lügner. Der hat mir gesagt, du hast es ihm erlaubt. Als ob ich dem kleinen Jungen mein Auto geben würde, was am wertvollsten ist. Du hast ja gesagt. Ich habe nie was gesagt, ich habe nie was davon erzählt. Ich hatte gestern einen freien Tag gehabt, dann hat die Werkstatt geschlossen. Der hat dich sogar über WhatsApp gefragt. Ich kann dir sogar die Sprachnachricht abspielen. Hä? Der kann gar nicht sein. Warte mal. Der hat gefragt. Der hat mich gefragt, warte mal, ich schicke dir gleich einen Screenshot, der hat mich gefragt, ob der diesen Spielzeug-Bugatti, ob ich ihn ihm besorgen kann und ob er den dann fahren darf. Ich sagte, ja, du kannst ihn gerne dann fahren, wenn ich ihn habe. Aha, okay. Ey, naja, wo ist dein Bruder, Alter? Ich will mein Auto wieder haben. Dir. Richtig scheiße von dir. Hey, Freund bist du. Digga, Max, wo ist dein Bruder gerade? Keine Ahnung, irgendwo mit deinem Bugatti wahrscheinlich. Oh nein, Alter, ich muss den wiederholen. Hey, Max, ich hab keine Zeit, ich muss den wiederholen, Alter. Wenn er was kaputt geht, dann bezahlst du das. So. Was, ich? Du? Nein! Leute, der hat einfach aufgelegt. Mann, Alter, da hat Baumberg einfach mein Auto geklaut, Leute. Ich wollte mit dem Bugatti noch, ich wollte ihn schon verkaufen. Da ist ein bisschen voll die Schrammen drin. Oh, wenn ich den Jungen erwische, Leute, dann kriegt er. Ich werde Max überreden, der soll ihm Hausarrest geben oder so, Leute. Warte mal, wo kann ein kleiner 10-jähriger Junge sein mit einem Bugatti? Bestimmt in der Schule am Flexen vor seinen Freunden, Leute. Und wisst ihr was? Den werde ich mir jetzt schnappen, Leute. Hey, Leute, lasst mal auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Und jetzt müssen wir uns Paul Berger schnappen. Ist der irgendwo hier? Hä, hey, da ist ein Bugatti, aber der ist pink. Hä? Hey. Aussteigen sofort! Ja, was los, Mann? Hä? Hey, Paul Berger, das war voll cool, danke. Ja, aber was machst du mit meinem Bugatti? Was hast du mit ihm angestellt? Nix pink gefärbt. Wer hat dir erlaubt, den so abzuholen? Du, ich hab gefragt, ob ich Bugatti haben kann. Du so, ja. Ey, ich hab gesagt, Spielzeug-Bugatti, wenn ich einen kriege. Ja, und ist doch das Gleiche. Ey, weißt du was, Paul Berger? Es reicht mir. Du wirst nie wieder eins von meinen Autos anfassen dürfen. Und weißt du was? Ich werde Max alles erzählen, wie es abgelaufen ist, damit du Hausarrest kriegst. Und hoffentlich kriegst du sofort dein Verbot. Was? Es tut mir wirklich leid. Weißt du was? Deine Entschuldigung geht mir am Hintern. Es tut mir wirklich leid, dass ich beim Wissenschaftler war. Entschuldigung. Sind Sie der Eigentümer hier von dem Bugatti, ja? Ja. Müssen Sie sich auf etwas gefasst machen. Er ist damit rumgefahren, er hat mir das geklaut. Oh ja, eine kleine aquarische Junge, ist okay, ja. So, Sie sind der Eigentümer, Sie sind dafür verantwortlich. Nein, er hat das geklaut. Der Wagen wurde in der letzten Stunde 50 Mal geblitzt und ist Bestandteil von 30 Straftaten. Na, haben Sie denn ein Foto, wie ich... Da wurde es geblitzt, stimmt's? Wir haben nur Kennzeichen, also ja, das ist Ihre Schuld. Ja, hä? So, ich muss Ihnen einen Strafzettel ausstellen. Ja. So, das mag dann anhand der Fahrzeugwert wird noch mit einbemessen, das mag dann 3 Millionen Dollar. Ja. So, nächste Woche wird überwiesen oder es wird ein Haftbefehl ausgestellt und der Wagen wird auch beschlagen. Ja. Hey Leute, warum sag ich jetzt? Paul Berger, das zahlst du mir zurück. Du bist nicht mehr sauer, stimmt's? Ja. Warte mal ganz kurz, wir müssen kurz das klären. Yo, Max, FaceTime hier. Abi, du bist nicht sauer, stimmt's? Ja. Perfekt. Ja, okay, dann ist ja alles gut. Perfekt. Okay. Paul Berger, was hast du mit mir gemacht? Was war die Pistole? Bleib stehen, Paul Berger! Oh, wenn ich dich erwische, ich auch nicht windelweich. Komm her! Oh Mann, Leute, er ist viel zu schnell, Alter. Oh, Leute, wisst ihr was? Wir knappen im Auto. Leute, er hat mit der Pistole abgeschossen und seitdem sage ich zu allem ja. Oh nein, Leute.
Oh nein, Alter. Wo ist der jetzt hin, Leute? Oh nein, jetzt bin ich wieder in die Schule, aber da komme ich nicht hin, Alter. Ah, oh, Leute. Ey, wir müssen unbedingt mit Max reden. Der soll das wieder unbedingt rückgängig machen, Leute. Und nee, das gibt Ärger, Alter. Jetzt bin ich richtig sauer, Alter, Leute. Baumberger kann sich was gefasst machen. Er müsste das wieder rückgängig machen, Leute. Erstmal fahren wir jetzt zu Max. Der muss mir helfen. Oh, Leute, wir müssen unbedingt zu dem Max fahren. Aber, Leute, er darf bitte nicht erfahren, dass ich zu allem Ja sage. Und deswegen muss ich irgendwie, wenn ich mit ihm rede, das irgendwie versuchen zu, ja, umzugehen, dass ich immer Ja sage und so, Leute. Okay, jetzt fahren wir erstmal kurz rein. So, okay. Oh, das ist Max, perfekt. Max! Ah, Amir, was geht? Nix. Aber Max, bevor, guck mal, ich muss dir was erzählen. Aha. Red mir einfach nicht kurz dazwischen. Lass mich komplett von Anfang bis Ende durcherzählen, ja? Aha, okay. Okay, Leute. Also, pass auf. Der Bugatti, ich habe ihm Paul Berger nicht gegeben, ja? Ich wollte ihm nicht geben, er hat ihn einfach geholt. Aber warte mal, aber du hast doch gerade, hast du nicht gerade gesagt, es ist okay für dich? Nein, ja! Ja, also, das hast du doch am Telefon gerade gesagt. Max, lass mich bitte einfach nur ausreden, ja? Und, ich habe jetzt 3 Millionen Schulden und... Du hast doch gerade gesagt, dass du nicht sauer auf Paul Berger bist. Ja. Oh, Max, Mann, du kannst uns keine Fragen stellen! Hey, beruhig dich doch mal. Mann, jetzt habe ich wegen Paul Berger habe ich jetzt 3 Millionen Schulden, weil er mein Bugatti geholt hat. Ja, aber du hast es ihm doch auch erlaubt, hast du doch gerade gesagt. Nein, ja! Ja, dann, sorry, aber dann ist es ja auch dein Fehler, oder findest du nicht? Oh, Max, Mann! Schau mal, Amir, wenn du es ihm erlaubst und es dann scheiße passiert, dann ist es doch dein Fehler, oder? Ja! Verdammt, also, Leute! Dann haben wir das doch geregelt jetzt hier. Ja! Ach, Mann, Max! Warte mal. Oh. Hä? Was sagt er denn die ganze Zeit? Ja. Ich muss los. Hast du schon mal... Warte, stopp, Amir. Ja. Stopp. Warte mal. Max! Hast du schon mal deine eigene Kacke probiert? Ja! Ja, Max! Was machst du? Hat dich irgendeine Waffe vom Wissenschaftler dazu gezwungen, immer Ja zu sagen? Ja! Ja. Ey, Musik, hat er seine Kacke gegessen? Das glaubst du nie. Amir muss die ganze Zeit nur Ja sagen. Er kann nicht Nein sagen. Ich habe voll das Problem. Ich bin im Schnee hängen geblieben. Kann mich vielleicht jemand fahren? Ja. Oh, stimmt. Oh. Ey, Amir, kannst du mir schnell $10 leihen? Ich will mir einen Kaugummi holen. Oh, ja, hier. Danke. Amir, darf ich mit deinem Porsche fahren? Ja. Musik, bitte. Musik, ich darf mir so freuen. Amir, bitte. Hast du was dagegen, wenn ich Schneebälle auf deinem Porsche wäre? Magst du das, meine ich natürlich? Ja. Ja, dann mach ich das doch gerne. Mann. Musik, wollen wir losfahren? Wollen wir losfahren, Musik? Ja, okay. Max, danke, gell, dass ich jetzt, keine Ahnung, ich wollte eigentlich... mit Amir. Perfekt. Ja, guck mal, Amir, ich bin jetzt eigentlich hier im Schnee hängen geblieben, ne? Mein Auto ist ein bisschen kaputt gegangen, weil ich hier gegen Baum gefahren bin bei Max Einfahrt. Könntest du mir das reparieren dann auch noch? Ja. Und wie viel sonst? Willst du zahlen? Franchise Price? Was hast du gefragt? Umsonst? Ja. Ist ein kleiner Schaden hier. Aber, ja, deswegen, ich muss nur kurz ein paar Lass mich doch aussteigen, dann fahr ich mit ihm in meine Werkstatt, okay? Ja, holst du später einfach ab, okay? Ja. Wow, warte, warum rutscht das Auto? Mann, fahr vorsichtig, bitte! Bitte! Russik, wie kannst du nur? Ey, tut mir leid, das macht doch nichts, oder? Ja! Leute, was ist los? Ey, Amir, guck mal, die Sache ist, ich habe gerade ein kleines Problem. Und zwar, ich müsste ein paar Autos reparieren, so werkstatttechnisch. Du hast ja auch Werkstatt, so Konkurrenz. Könntest du heute den Laden zumachen? Ja! Dann kannst du ja in Ruhe mein Auto reparieren auf Nacken. Ja. Warte, ey, dein Sprit ist fast leer. Ich glaub, du musst tanken gehen. Ja. Kannst du mal voll tanken? Ja. Ja, mach mal voll tanken. Ich tue so ein bisschen chillen. Ey, Leute, die nutzen doch voll aus, dass ich die ganze Zeit Ja sage. Und dann hat Russik das mitbekommen. Und ich hab gehofft, dass Max mir da helfen kann, dass er das. Ach, Leute, wir müssen. Apropos Max, ich glaube, ich rufe den nochmal gerade schnell an, Leute, dass der Powermaker bitte zwingen soll, das wieder wegzumachen. Leute, ich lass doch mal kurz tanken. Max? Ja? Bitte, kannst du Paul Berger dazu bringen, dass er diese Pistole bitte umkehren macht? Ich kann nicht mehr. Jetzt muss ich mein Laden heute zumachen. Rustig muss sein Auto umsonst tunen. Weißt du, wie viel Verlust ich mache? Oh Mann, ey. Ja, natürlich. Ich werde dir helfen. Aber davor noch eine Frage. Stinkst du eigentlich?
Ja! Mann! Ja, ich bin gerade auf dem Weg in meine Security-Firma. Ich werde später Paul Berger abholen. Dann sage ich ihm, er soll das wieder zurechtrücken, ja? Ja. Heute Abend macht er das bestimmt. Halt okay. Einfach den Tag durch. Ja, tschüss. Hey, Leute, Max, Rustig am Telefon, Leute. Wie wär's? Ich steige einfach mein Auto. Hopp, Rustig. Ich muss Rustig verstecken, Leute. Ich muss Rustig verstecken. Hey, ja, wir bleiben stehen. Ja! Verdammt, Mann! Ich wollte doch abbauen. Hey, ich habe so eine kleine Liste fertig gemacht mit ein paar Rustig, Sachen. Bitte, und bitte, zwar, ich bitte, ich Rustig, wir sind Freunde. Zu Hause, aber ich wollte einen Fernseher holen. Könntest du mir vielleicht einen Fernseher kaufen? Ja. Okay, dann fahr mich kurz in die Stadt. Rustig, hey, und du Freunde. Hast doch letztens so eine süße Dame kennengelernt. Wie hieß die nochmal? Jacqueline, oder? Jacqueline hieß sie, glaube ich. Ne? Kann ich ihre Nummer auch haben? Oh, ja! Oh, Leute, weiß gar nicht, dass Jacqueline war es gar nicht, Leute. Jacqueline war es gar nicht. Die heißt anders, aber ich kenne den Jacqueline, den gebe ich die Nummer einfach. Ja, Rustig, Mann, können wir damit aufhören? Bitte, bitte, ich bitte dich. Ja, okay, also ich meine, es ist echt asozial, wenn man... Ey, ich will einen Burger, fahr mal kurz einen Burger-Shot hier. Ja, wo ist der? Hier links oder links. Was? Links. Oh, lass mich kurz in den Laden, ich hol mir kurz was. Ja, hier. Kannst du mir, bisschen, kannst du mir kurz Huni geben? Oh. Du bleib stehen, zurück zum Laden. Ja. Kannst du mir einen Huni geben? Ich kaufe ein paar Snacks für uns. Ja, hier, bitte. Perfekt, dankeschön. Leute, ich hau jetzt ab. Ich hau, wenn da drin ist, hau ich ab, Leute. Und guck mal, wir hauen ab. Hier kurz. Oh, ich bin voll weggedriftet. Oh, hier, komm weg hier, Leute. Rustig, Leute, oh mein Gott, okay, wir haben den Huni verloren, Leute. Und oh mein Gott, ich habe richtig das Verlangen, gerade sein Auto aufzutüren, Leute. Oh mein Gott, ich glaube, das ist die Wirkung von diesem Ja-Sagen. Okay, Leute, lass uns schnell das Auto von Rustig abholen. Das in meiner Werkstatt tunen. Aber meine Werkstatt ist ja oben in Sandy Shores. Das ist das Gute, Leute. Dort wird er mich nicht einfach so erwischen, Leute. Und dann verstecke ich mich, bis Max mich endlich anruft und mir sagt, dass Paul Berger das rückgängig machen kann. Oh, Leute, ich sag euch, hart auf hart, ne? Ey, hätten die mich jetzt noch weiter ausgenutzt damit, Leute? Das hätte echt böse enden können, Leute. Immer Ja zu sagen ist echt schlimm, Alter. Deswegen, wir fahren jetzt kurz Rustig sein Auto abholen. Oh, Leute, wir sind weggekommen von Rustig. Ey, so ein Ekelhaft. Aber wart auf, Leute. Das gibt irgendwann eine Rache hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, schönen guten Tag. Guten Tag. Amias Werkstatt. Ich hol das. Ich hol's ab, um zu reparieren. Ich bin Amias Werkstatt. Sie stehen hier im Parkverbot. Ja, so, ich hatte noch. Es gab einen Unfall. Sie haben hier geparkt? Na, ja. Oh, Fahrerflucht haben Sie auch gemacht. Oder gegen wen sind Sie gefahren? Ja. Oh, warten Sie mal. Sie müssen, glaube ich, mitkommen. Oh, ja. So, steigen Sie ein. Ich bin Amias Werkstatt. Ich wollte das jetzt reparieren und dann wegparken, wissen Sie? Ja. Ich hatte einen Unfall gehabt haben und deswegen... Haben Sie Alkohol getrunken? Nein. Ja. Oder irgendwelche... Okay. Und Sie sind gerade am Steuer gewesen? Und haben Sie irgendwelche Substanzen genommen? Nein. Ja. Oh mein Gott, Code Red, wir haben hier einen, ich bringe ihn zum Revier. Hey Leute, warum muss mir das heute passieren? Warum heute? Jetzt habe ich noch so viel Ärger am Hals, ich verliere wahrscheinlich meinen Führerschein, kommt vielleicht sogar noch in den Knast, Leute, oder muss eine Kaution zahlen. Ey, wir sehen uns gleich beim Polizeipräsidium, Leute, ich kann das nicht mehr. Oh Leute, wir sind angekommen. Oh, hey, sag mal. Und mal, haben Sie irgendwas zu sich genommen? Ja, der ist richtig ein bisschen hier, ne? Mhm. So. Wollen wir lieber einen Alkoholtest und Substanzentest machen hier schnell? Was haben Sie eigentlich für eine Mütze auf? Sind Sie komplett dumm oder haben Sie gar keinen Stil? Ja. Oh. Ja? Ach so. Okay, so ehrlich war ja schon lange niemand mehr. Wollen wir nicht lieber einen Test machen, um das so irgendwie nochmal zu beweisen? Einen Test machen, ja, können wir machen. Warten Sie. Oh, Leute, schenken so. Sie, dass alles negativ ist und dann kriege ich dafür keine Strafe, Leute. Oh, das ist so wichtig. Einmal müssen Sie hier reinpusten. Ja. Okay, so. Oh. Scheint echt normal zu sein. So. Oh, ja. Okay. Ja. Vielleicht, aber wir müssen Ihnen ein Schwarzteil geben fürs Falschparken, ja? Ja. Okay, super. Oh, Leute, so Glück gehabt, Digga, dass ich keinen Stress habe. Das macht dann so. $250. 250.000 fürs Falschparken? Nein, nicht 1000, nur $250. Ach so, oh, okay, ja, hier, bitte schon, $250 haben sie. Oh, ja, dann danke ich Ihnen vielmals. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, okay, tschüss. Lalalalala, ich darf nichts mehr hören von ihm. Lalalalala. Wie komme ich jetzt zurück? Entschuldigung? Ja? Sehe ich heute gut aus? Ja?
Oh mein Gott, so was Süßes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Was wollen Sie? Dank, was wollen Sie von mir? Wollen Sie mich umarmen? Ja. Oh, danke, mein Gott, diese Nase, danke. Ja. Können Sie mich vielleicht wieder zurückfahren? Nein. Das ist das Schwitzenwort. Auf Wiedersehen. Ich würde es auch mal gern sagen. Mann, Alter. Leute, wie fährt das? Irgendwo ein kleines Auto irgendwo steckt. Da hättest du doch geparkte Autos. Nicht immer geparkte Autos. Wir gucken schnell. Ja, das ist ein geparktes Auto. Das heißt, wir fahren zurück zu Russik seinem Auto und können es dann hoffentlich tun, Leute. Ey, das ist heute der schlimmste Tag. Ich will doch einfach wieder. Ich kann es nicht mal mehr sagen, ohne dass mich jemand fragt, Leute. Das Wort ist wie aus meinem Gedächtnis raus. Ich kann nur noch ja. Oh Leute, wirklich, Alter, das ist ekelhaft. Egal, Leute, wir fahren jetzt zurück zu Russik seinem Auto, holen das mit und werden es bei uns tunen. Okay, Leute, wir sind gleich angekommen, endlich bei Russik seinem Auto, Leute. Ich kann nicht mehr, jetzt wieder auf mein Porsche, Alter. Aber der steht nicht so krass im Halteverbot. Oh, Leute. Upsala. Egal. So, Leute. Oh, nein, bitte sprich mich nicht an. Bitte sprich mich nicht an. Entschuldigung, junger Kerl. Ja? Haben Sie zufällig Pfandflaschen für mich? Ich hab gar keinen, aber, ja? Wo? Oh, Leute, verdammt. Meiner Werkstatt. Oh, kann ich da mitfahren? Nein. Ja. Super. Yes. Ich bin schon so lange auf der Straße. Noch nie war jemand so nett, dass er mich mitnimmt. Ja. Also ich will jetzt nicht irgendwie komisch klingen. Haben Sie ein bisschen Geld für mich? Ja. Wie wär's mit $5? Oh, super, wow. Danke. Ja, bitteschön. Der Herr, wär's Ihnen ausmachen, wenn ich einfach... Ich möchte in Ruhe ein bisschen bleiben. Einfach, sollen wir die Fahrt über uns anschweigen, bitte? Ja, ich bin leise. Oh, Leute, zum Glück, Alter. Das heißt, der kann mir... Oh mein Gott. Aua! Oh, Entschuldigung. Als ich damals noch jung war, habe ich auch immer solche Unfälle gebaut. Da hatte ich auch noch einen Flitzer. Ich hatte einen Porsche. Und was ist dann passiert? Dann hat meine Freundin abgezogen und so kam ich dann auf die Straße. Oh, zum Glück, meine Freunde würden sowas nicht machen. Okay, der Herr, ja. Ich fahr jetzt mal los, ja. Ich muss ein bisschen meditieren in meinem... Hört auf, nicht, nervt mich nicht, Leute. Wir fahren erstmal zurück zur Werkstatt, Leute. Wir müssen das Auto hier ready kriegen und dann am besten Russik wiedergeben, sobald dieser Fluch von Ja-Sag aufgehoben ist. Leute, ab zur Werkstatt. Okay, Leute, wir sind angekommen. Hier war ich doch nie. Ja, das ist meine Werkstatt. Alles. Das ist Ihre Werkstatt. Ja, wollen Sie draußen warten? Nee, ich würde gerne schon mal anschauen, wenn das okay ist. Ja. Oh, wow, so eine große Werkstatt. Ja, so viele Fahrzeuge. Ich muss das Auto jetzt hier kurz tunen. Sie haben echt viel Platz. Oh. Haben Sie was dagegen, wenn ich vielleicht heute hier übernachten würde? Ja. Sie haben was dagegen? Ja! Ja! Oh. Ja! Ja! Gehen Sie raus! Ja, okay, Mann. Oh, Leute, endlich mal eine Ja-Frage, die mir geholfen hat. Boah, also ich hatte nichts dagegen, Mann, aber ich kann das nicht, Leute. Ist zu gefährlich gerade. Okay, Leute, wir werden das hier ein bisschen erstmal tunen. Okay, Leute, wir werden uns mal ganz kurz hier versuchen. Komm, Leute, wir machen einmal ein Auto-Upgrade. Das sieht doch schon mal viel, viel schöner aus. Wir machen ganz kurz natürlich... die Reifen machen wir serienmäßig. Oh, das stimmt alles, Leute. Ich würde sagen, wir haben hier gut repariert und der steht eigentlich ganz gut, Leute, oder? Was würdet ihr dazu sagen? Also mir gefällt der, wir müssen auch ganz kurz einen Test hier machen. Warum ist das Auto da hinten so komisch? Guck mal, richtig schön. Ja. Ja, Alter, hast du ein Auto hinbekommen? Ja. Was hier ist dein Auto. Auf deinen Schnacken, ja. Alle anderen Autos hier, die da sind? Ja. Ey, die Werkstatt wollte ich auch immer haben. Ich habe jetzt eine kleine. Oh, Rostig! Nein! Ja! Ach, Mann! Ey, ich geh nach Hause! Ey, Armin, warte mal, ich hab gerade auch kein Haus noch. Kann ich deins haben? Ja, das kannst du haben! Willst du alles von mir haben, Russik? Willst du mein Leben haben? Willst du meine Niere haben? Willst du mein Gehirn haben? Meine Lunge? Hä, ja? Aber warte mal, Armin, ich hab was für dich. Willst du das hier haben? Ja! Wer ist der Beste? Russik! Sehe ich heute gut aus? Ja! Alles war nur Spaß, kannst du deine Werkstatt behalten. Oh, Leute, kann ich jetzt wieder Nein sagen? Russik, bleib stehen, das gibt nichts auf Haus, das musst du bezahlen. Nee, das ist zu spät schon, soll ich dich jetzt mal nochmal abschießen? Nein, ich kann Nein sagen. Danke, Russik, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Oh mein Gott, Leute, ich kann wieder Nein sagen. Russik hat es an dich bekommen. Oh mein Gott, Leute. Was war das für ein Tag, den ganzen Tag Ja sagen zu müssen? Das war ja richtig anstrengend. Leute, ich brauche Pause, Leute. Ich kann nicht mehr. Das war viel zu hart, Leute. Wir müssen uns auch irgendwie darum kümmern, dass wir die Schulden loswerden. Da. Ich steig in das Auto ein hier. Zack. Leute, wir müssen uns darum kümmern, dass wir 3 Milliarden Schulden wegkriegen. Plus noch, Leute, Paul Berger. Wir müssen uns irgendwann an ihm rechnen, Leute. Aber das war's gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal. Euer Armin. Ciao.